typischste Unterhaltung von Eltern mit Teenager. Wie war die Schule? Gut. Wie war die Schule? Was habt ihr gemacht? Erzähl. Es bleibt beim Gut. Einsilbig, gerade bei Jungs. Subjekt, Prädikat, Objekt, jede Woche eins. Das reicht. Nächste Woche nochmal fragen. Und dann braucht man auch dieses Buch, wo dann in der Tat drinsteht, dass es wieder vorbeigeht, dass es in der 8., 9. Klasse so ein bisschen schwierig wird. Aber in der 10. Klasse pegeln die sich ja auf einmal alle wieder ein. Die Kunst ist, glaube ich, wirklich souverän zu bleiben, die Beleidigung über sich zu ertragen, auch wenn es nur zum Diskutieren ist, weil das ist für sie wichtig, damit sie ihre Persönlichkeit so ein bisschen finden können. Ich möchte den Eltern eigentlich mitgeben, dass sie in der Tat ihre Kinder sich ausprobieren lassen. Wenn man viel ausprobiert und denen quasi die Möglichkeit gibt, Erfahrungen machen zu können, dann kontrolliert man automatisch weniger. Jungs eher ruhig, aber risikoreich, richtig gefährliche Sachen machen die, das sollten Eltern am besten nicht wissen. Mädels brüllen mehr und laut und diskutieren mehr und man hat als Eltern überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Man ist also der dümmste Mensch der Welt als Eltern und da hauen die richtig rein. Also das ist beides nicht so einfach, aber auch beides schön, weil beides sieht man, wie sie ihre Erfahrungen sammeln und ja, man ist dabei. Vielleicht mit Ohrenschutz irgendwann. Teenies sind super aufgeklärt, lassen sich trotzdem Zeit mit dem Sex, also eigentlich alles okay. Benedikts Vater wollte trotzdem ein Gespräch haben. Ich so, okay, mach eins, aber gut dann. Ne? Und Benedikts Vater hat eins gemacht und er war total begeistert. Er sagte, es hat super geklappt. Er hat von Benedikt so viele neue Informationen bekommen. Und dann kommt zu diesem Thema natürlich Helikoptereltern. Was ich ein komplett überschätztes Thema finde, weil egal mit wem ich da gesprochen habe, die sagen alle 95% der Eltern sind komplett normal, 5% drehen halt durch, ne? Aber gut, die machen halt Stress für 95%. Ne? Da habe ich mich aber auch erstmal gefragt, ist meine Mutter eine Helikoptermutter? Nee. Die ist Leiterin der Luftwaffe. Das ist auch so bei denen so verkopft. Ich habe es selbst am eigenen Leib miterlebt. Ich bin bei uns, mein Kleiner ist jetzt in der Schule, war vorher im Kindergarten. Und da stehen im Kindergarten immer so Tafeln, da stehen die aktuellsten Krankheiten drauf. Und einmal stand drauf 12. Mai muntern Fuß. Das ist so ein fieser Ausschlag. Da habe ich einfach mal so als Comedian, wie das halt so gemacht werden könnte, habe ich einfach mal drunter geschrieben 13. Mai Bauch, Beine, Po. Und die Eltern, die Erzieher haben sich kaputt gelacht. Aber die kamen danach zu mir und sagten, Matthias, es gab Eltern, die haben gegoogelt. Die wollten, also unfassbar, ne? Weil die halt einfach so mit dem Kopf, so der Tunnelblick, eine strikte Erwartungshaltung an den Kindergarten, an die Schule, alles für mein Kind. Aber wie gesagt, ein bisschen Erwartungen zurücknehmen, ein bisschen Entspannung. Wenn Verhalten von Teenagern extrem wird, das kann natürlich sein mit dem Online-Konsum, wenn es wirklich zu extrem wird, kann Alkohol, Drogen sowieso oder wenn sich ein Teenager Selbstzweifel hingibt permanent und das dann schon Formen hat, die nicht mehr so lustig sind. Und da müssen Experten her, das ist einfach so. Aber ansonsten gibt es halt, wie gesagt, auch viele kleine Probleme, wie halt nicht duschen gehen, kein Deo nehmen wollen oder das Zimmer nicht aufräumen. Und da muss ich rein, ne? Da muss ich rein und sagen, hey Leute, das müssen wir jetzt mit Humor angehen, anders funktioniert das nicht. Ne? Wenn ein Vater ankommt bei uns zur Karnevalszeit und sagt, er hat sich 3 Wochen lang nicht geduscht und der Sohnemann fragt, warum nicht, und er sagt, ich gehe als dein Zimmer an Karneval und ist ein einfaches Kostüm und dann nehme ich das sehr gerne in das Programm auf und das sind einfach so die witzigen Seiten, die müssen da einfach da rein. Ich habe unterm Bett so eine alte Einlegesohle gefunden, wenn ich meine, das wäre früher ein Chicken McNugget gewesen und da hört für mich auch der Spaß auf. Bei Essensresten hört für mich der Spaß auf, trotz aller Persönlichkeitsentwicklung. Eine Pizza für Jahreszeiten heißt nicht so, weil sie so lange im Zimmer bleiben soll. Ne? Und ansonsten, klar, bevor das Essen von selbst wandert, sollte es in die Küche wandern. Aber das reicht dann auch. Den Rest dürfen sie machen und tun, was sie wollen. Es ist ihre Welt. Sie haben viel zu tun, viel zu begrübeln im Kopf, in der Pubertätszeit. Viel gucken, das mache ich im Leben, das kann ich. Und dafür brauchen sie einen Raum. Und das ist ihr Raum. Und ja, der darf dann auch mal ohne Sauerstoff auskommen. Bis dahin. Tschüss, bis bald. Euer Matthias Söhr.